Moin moin miteinander und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Wasteland 2 Director's Cut. Der letzte Kampf, der war ja doch ein bisschen nervenaufreibend, sage ich mal so. Der lief nicht so reibungslos wie die Kämpfe normalerweise. Also da war ich schon ein bisschen überrascht und letzten Endes haben wir den aber gut hingekriegt. Niemand ist gestorben. So, der Arzt, der muss nochmal den Nachtschrecken ein bisschen weiter verarzten. So bei 4000 hätte ich ihn dann schon ganz gern. Vielleicht benutze ich einfach mal so ein bisschen von den anderen Heildingern. So, einen kriegst du noch. Jo, das passt. Die anderen sehen auch mehr oder weniger gut aus. Nachgeladen habe ich alle Waffen. Diesmal auch hier das andere Sturmgewehr. Dann gucken wir mal, was wir so alles hier jetzt bekommen. Oder auch nicht bekommen. Die lassen ja nur ungern etwas fallen, diese Syntheten. Die sind nicht mal leitender Natur. So, hier haben wir Medizin. Ja, das kommt gut. Irgendwie haben die alle so ein Foto vom Mond oder eine schmutzige Jacke. Ich bin echt gespannt, ob der Superroboter irgendeine Waffe hat fallen lassen. Das wäre nicht mal ganz nett. Nachdem wir sie ein paar Mal echt übel gespürt haben. Oh, hier ist noch eine extrem stark verschlossene Kiste. Mit einem Jackhammer, den wir nicht brauchen. Den möchte ich auch gar nicht mitnehmen. Auch wenn er wertvoll ist oder so, aber ich vermute einfach mal, ich werde ihn nicht mehr brauchen. So, und der hat noch nicht mal irgendetwas fallen lassen. Sehr gut. So mögen wir das. So, hier ist nix. Ist auch nix. Eine Tür, okay. Ja, das hätten wir uns echt sparen können. Vielleicht hätten wir uns das sparen sollen. Und ich überlege jetzt tatsächlich, ist der Kampf das hier wert? Vor allem kann es durchaus sein, ich erwarte es sogar, dass hier ebenfalls irgend so ein blöder Revolver-Synthet rumstehen wird. Aber ich bin auch neugierig, was in dem Raum drin ist. Ganz ehrlich. Ich mag es ja, die Sachen komplett zu machen.
So, ja. Okay. Alle zurück. So, zuerst muss Taka ran, richtig? Ja. Erstmal entschärfen. So, das hätten wir. Informatik oder Tresorknacken. Mit Tresorknacken kann man nichts falsch machen. So, du musst vorangehen. Okay, keine Sprengfallen. Ich weiß nicht, soll ich hier rein? Soll ich nicht rein? Ich weiß es nicht. Oh. Auch gesichert, aber das scheint nicht so heftig gesichert zu sein. Nur müssen wir die Tür überhaupt aufmachen? Nö, da waren wir ja. Jetzt sind wir nur von der anderen Seite da. Ich sehe ja nur Schatten, aber das sieht schon mal übel aus, was ich hier sehe. Also so im Schatten kann ich erkennen hier irgendwelche Roboter. Das ist eine Fabrikanlage. Aber ich vermute mal, hier werden, keine Ahnung, Kampfroboter gebaut? Okay, hier sehe ich ein Scorpitron. Ja, hier sehe ich noch ein Scorpitron. Oh, ja, das wird ja lustig. Das wird vielleicht der Endkampf. So, ein Scorpitron, noch ein Scorpitron. Und was hier noch so alles auf den Bändern rum... Das kann man nicht alles erkennen. Na gut. Ja. Man sieht, wir sind im Zentrum. Ich mach den Kampf. So. Ich habe mich jetzt entschlossen. Ich mach den Kampf. Die Frage ist nur, wie werde ich vorgehen? Wie macht man es schlau? Also schlau mache ich das am besten so, dass ich den Nachtschrecken diesmal nicht in der Mitte stehen lasse. Ich mache den Kampf hier, damit ich nach links und rechts ausweichen kann. Hier sind wieder überall Möglichkeiten für die Bösen, sich Deckung zu suchen. Das heißt, ich muss sie rausziehen aus dem Raum. Im Raum möchte ich nicht kämpfen. Denn hier habe ich drei Leute sicherlich, habe ich gesehen, mit einer Minigun. Wenn ich mich hier verstecke und die von oben mit der Minigun feuern, das wird nicht gut enden. Das wird nicht gut enden. Von der anderen Seite, von hier, sieht es, ich würde mal sagen, fast sogar noch schlimmer aus, wenn man kämpfen würde. Also im Raum zu kämpfen ist... Naja. Nicht mit mir, Freunde. So, wo bin ich jetzt überhaupt? Ich bin hier. Also, alle zurück. Wir kämpfen. Taka, das ist deine Schuld. Du hast gesagt, du wolltest Ersche treten. Du bist... Also, wenn jemand schuld ist, dann Taka. Dann Taka. So, sollte hier irgendwie so ein Revolvervieh da sein, muss ich dafür sorgen, dass der Nachtschrecken heil bleibt. Also, der Nachtschrecken. Den Nachtschrecken packe ich mal dahin. Oh, habe ich das schon aufgemacht hier?
Okay. Ach, mir folgt der Nachtschrecken. Okay. Das heißt, ich muss tatsächlich da bleiben. Das ist... gefällt mir nicht, aber okay. Wir kriegen das schon hin. So, Walcher. Du hier. Oder vielleicht sogar hier. Kann sie sich hier an der... Hier habe ich die Seite zum Verstecken. Hier kann ich zum Raum hineinlaufen. Hier werde ich auf keinen Fall irgendjemanden postieren. Du kommst hier hin. So. Kommst hier hin. Well, nein, wir machen das anders. Ihr seid mehr mittig und ihr seid an der Seite. So. So. Okay, Tucker, du darfst hier verweilen und der Doktor hier. So, hier möchte ich den Nachtschrecken haben. Okay, wer läuft nach vorne? Das macht Walcher. Denn sie ist extrem schnell dran, richtig? Ja. Sie ist extrem schnell dran und kann auch ein bisschen was laufen. Dass sie aus dem Gefahrenbereich sich schnell entfernen kann. Da. Grenadier. Alter. Der wird jetzt mit Raketen schießen. Wollen wir wetten? Hm, kann ich den umprogrammieren? Wahrscheinlich nicht, ne? Also sie auf jeden Fall nicht. Die haben ja alle Informatik. Wenn überhaupt, dann hätte sie eine Chance, aber... diese Chance ist wahrscheinlich so gering. Okay, Pulsschütze. Jetzt ist er weg. Zitternder Servo, okay. Sie könnte noch mal feuern. Na, wahrscheinlich. Sie sieht ihn jetzt aber leider nicht. Problem. Soll aber nicht mein Problem sein. So. Sie könnte hier hin und immer noch feuern, aber dann sind die alle außer Reichweite. Wenn ich jetzt feuere, 5 Aktionspunkte. Wenn ich feuere, habe ich noch 5 Aktionspunkte. Also bis hierhin kann ich laufen oder bis da. Nicht feuern. Puh, er feuert mich sehr schön.
Ist das eine Handgranate, die da klebt jetzt an ihm? Ja, ne? 150 bis 200, das würde Sinn machen, wenn das eine Handgranate ist. Kopf, nein. So, endlich mal jemand, der leidet. Er leidet. Jemand, der leidet. So. So, sehen tue ich jetzt nur viele, viele rote Markierungen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Gegner. So, Taka macht sich bereit, um nach vorne zu laufen. Pulsschütze, Schlitzer. Ein bisschen ist das die Rache für den Kampf, den ich davor hatte. Finde ich. Genau, ihr habt euch mit den falschen Wilden angelegt. Ja, wenn ich sehen könnte, könnte ich jetzt auch feuern, aber... Schlitzer. Ja, viel Schaden hat er ja irgendwie noch nicht bekommen. Sieht zumindest nicht danach aus, aber... Jetzt hat er Kopfschmerzen. Das wäre jetzt ein Job für Taka tatsächlich. Hier hätte ich wahrscheinlich Deckung, ne? Hier nicht. Kein Risiko.
So, hier habe ich die drei, die sich irgendwie nicht bewegen wollen. Okay, die wollen sich auch nicht bewegen. Das sind wahrscheinlich die drei mit der Minigun. Okay. Ja. Irgendjemand muss nach vorne. Es scheint nicht so zu sein, dass ich hier Deckung hätte. Hier habe ich Deckung, aber... Ah, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Attacker wird mir nicht wieder helfen können, aber ich ziehe ihn mal ein bisschen nach vorne. Ich könnte mit ihm natürlich hier hin, aber... Ja, das... Ich weiß nicht, ob das gut ist. Erstmal alle ein bisschen, ein Stück nach vorne. Das ist auch blöd, dass ich echt nichts sehe. Sie bewegen sich nicht. Vielleicht, weil sie mich nicht sehen. Wer weiß das schon? So. Okay. Also wenn ich mich bewege... 5, dann könnte ich noch schießen hier. Okay. Also hier komme ich überall nicht hin. Oh. Oh, hallo, mein Freund, ein Toaster. Ein Toaster. So weit am Ende des Spiels. Da muss ja was ganz Tolles drin sein, ne? Irgendjemand muss sie rauslocken. Da sind sie.
Okay, ich lauf doch noch mal lieber zurück. Aber da kann ich sie schon mal sehen. Sie sah halt so komisch aus, als wenn sie nach vorne keine Deckung hätte. Aber doch, hat sie eigentlich. Na gut. Dann macht das jetzt Pizzeppi. Da sind sie. Hundert. Kaputte Waffe, das ist schon mal etwas, was mir gefällt. Die haben alle Rüstung 10. Oh. So, was habe ich hier gemacht? Kaputte Waffe. Minus 50% Trefferwahrscheinlichkeit. Stimmt, kaputte ist ja nicht zerstörte, ne? Minus 35. Minus 50. Okay. Kaputt ist nicht zerstört. So, Tucker, das ist kein Kampf für dich. Zerkratzte Panzerung. Oh, die Trefferwahrscheinlichkeit, ja. Weil die Salven abschießt, ne? Die geht natürlich runter. Massivst. Vielleicht sollte ich doch das Laserzielvisier reinpacken. Dann hätte ich jetzt nämlich nochmal locker 10% mehr. Dann hätte ich das mal nämlich testen können, diese Waffe. Ein Gegner sicher weniger ist auf jeden Fall den Schuss wert. Wir hören Erschütterung. Bei diesen Kämpfen muss ich gestehen, also ich habe ja gedacht, die Energiewaffen sind wirklich was für das Ende des Spiels und die würden einem hier richtig helfen, weil hier voll Roboter rumlaufen und die werden natürlich alle leitend sein. Ist nicht. Also die allerwenigsten Gegner hier haben eine leitende Rüstung, das heißt die Energiewaffen sind im Endgame irgendwie
Die sind während des gesamten Spiels lau und im Endgame irgendwie genauso lau. Also wenn ich das nochmal spielen werde, dann... werde ich möglicherweise auf... oh, auf Energiewaffen komplett verzichten. Sauber, du schießt wie einer meiner Leute. So, Feierabend. Das war's. Dann sammeln wir mal ein. So, Nachtschrecken. Wo ist er? Da ist er. Dem geht's gut. Das gefällt mir. Das ist das Wichtigste. Dem Nachtschrecken soll's gut gehen. Aha. Und zwei schmutzige Jacken hat er sogar getragen. Meine Güte. So, hier ist der Toaster. Also ich glaube, was ich machen werde, ist Folgendes. Ich werde eine Pause machen zwischen der Folge und der nächsten. Und zwar nur des Toasters wegen. Das sage ich jetzt schon mal. Der nächste Weg würde uns ja jetzt führen, wenn ich die Karte so richtig deute, ja, durch diese Tür nach dort in die Fabrik. In der Fabrik könnte natürlich jetzt der Mega-Endkampf stattfinden. Ja, wenn ich die Scorpetrons mir so angucke. Vor dem Endkampf möchte ich aber tatsächlich, wenn es geht, ich werde das ausprobieren müssen, einmal in die Zentrale zurück, nochmal Munition und alles checken, nochmal Fähigkeiten checken und dann hole ich mir mit Ralphie diesen Toaster nochmal und schaue, was da drin ist, ob man damit irgendwas anfangen kann. Und dann, also ich werde... zurückgehen zur Basis, hierher kommen wegen dem Toaster, nochmal zurückgehen zur Basis, um Ralphie auszutauschen und wieder hierher zurückkommen. Das möchte ich nicht alles aufnehmen, aber das werde ich auf jeden Fall machen. Oh, endlich mal lassen sie was fallen. Eine Minigun. 30 Pfund, ja. Ich habe noch woanders Miniguns, die ich auch nicht mitgenommen habe, die ich hätte verkaufen können. Brauche ich alles nicht. So, wir gucken uns ganz schnell nochmal im Raum um. Wie sieht's hier aus? Keine Ahnung. Reicht das schon aus? 4000 Abstand? Nee, nicht mal 3000. Nee, das reicht mit Sicherheit noch nicht aus. Stimmt, noch 2000 Erfahrungspunkte. Minimum für Stufe 46. So, also. Kurz mal gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Also insgesamt hat es doch Sinn gemacht, alle Räume abzugrasen. Mehr oder weniger. Hätte man jetzt noch keinen Jackhammer, hätte man jetzt einen Jackhammer bekommen. Dann dieses Sturmgewehr, das ich umbauen werde. Da muss ich die Trefferwahrscheinlichkeit noch erhöhen. Das ist mir so noch ein bisschen zu niedrig. Diese Tür. Eine metallene Sturmtür. Sie aufzutreten würde viel Schmerz und wenig Fortschritt bringen. Naja, okay. Was auch immer. Wir müssen sie jetzt nicht auftreten. Zum Glück. Also in diesem Raum haben wir den Toaster gefunden. In einem der ersten Räume haben wir das Gewehr gefunden. Das Sturmgewehr. In dem Problemraum, will ich ihn mal nennen, haben wir diesen Jackhammer gefunden. Wenn man diese Sachen natürlich nicht braucht, dann kann man wahrscheinlich auch einfach nur einen der Wege nehmen. Also links oder rechts. Und dann
gleich hier nach oben. Na gut. Okay, ich mache jetzt hier, wie gesagt, die verdiente Pause. Werde mich darum kümmern, dass Ralphie diesen Toaster hier für uns öffnet. Und danach treffen wir uns hier wieder, wenn ich das alles erledigt habe, mit versammelter Mannschaft und gehen, naja, weiter unserem Schicksal entgegen. Da, ins Dunkel. So werden wir es machen. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.